Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autophorie. Wir schauen uns hier auf der New York Auto Show mal kurz das C-Klasse Coupé und C-Klasse Cabriolet im Detail an. Hier haben wir den C300, der wird auch nach Deutschland kommen, ist dafür aber noch nicht zertifiziert. Die amerikanische Variante, das sehen wir hier, hat einen 2-Liter Vierzylinder mit 241 HP. Das heißt, bei uns würde das umgerechnet so 245 PS bedeuten. Allerdings, wie gesagt, er ist noch nicht zertifiziert. Dementsprechend müssen wir mal abwarten, was mit dem C300 bei uns passiert. Was wir aber schon sehen können, ist die neue AMG-Line, die hier diese Finnen hat, diese leicht vergrößerten Lufteinlässe und hier hinten am Radlauf nochmal so ein Luftauslass sogar. Also hier wird quasi nochmal das Rad anders umströmt als beim Vorgänger. Zudem gibt es optional die neuen Multibeam-LED-Scheinwerfer. Darunter bei uns, das ist schon bestätigt, steckt ein C200 oder als Feuermatic auch. Der hat dann einen 184 PS starken 2-Liter Vierzylinder mit 184 PS und einem 10 kW EcoBoost sowie dem C220D mit 194 PS, der bekannte OM654 Diesel. Und da schauen wir uns gleich auch noch im Cabrio an, den C43. Im Cockpit sehen wir vieles Bekanntes. Hier die Dekore sind etwas verändert worden. Da gibt es inzwischen jetzt mehr Auswahl mit der Modellpflege. Auch ganz schick natürlich das neue Lenkrad aus der S-Klasse mit den zwei Touch-Buttons hier, die serienmäßig sind. Diese Optik hier allerdings variiert, je nach welcher Line man wählt. Der linke Touchbutton regelt alles, was hier im Display passiert, der rechte Touchbutton alles, was hier passiert. Da sehen wir übrigens auch das optionale 10,25 Zoll große Display, das hier über das Drehrad geregelt wird, genauso wie das ebenfalls optionale 12,3 Zoll digitale Cockpit. In Serie sind da die analogen Tuben noch dazwischen mit einem 5,5 Zoll Display dazwischen und hier steckt dann der 7 Zoll Screen. Und auch das Heck sieht je nach Line etwas anders aus. Wie gesagt, hier haben wir die AMG-Line, ein bisschen anderer Diffusor, ein bisschen andere Endrohrblenden, aber jetzt auch noch mal ein kleiner Blick auf das C43 Cabriolet. So, hier jetzt ein Blick auf das C43 Formatic Cabriolet. Wir sehen auf den ersten Blick schon, hier steckt jetzt der Grill, der vorher bei den ganz großen AMG-Modellen gesteckt hat. Die haben jetzt den alle in den Panamericana-Grill. Der hat jetzt die Doppelstreben hier in Silbermatt, was auch dann im Vergleich zur AMG-Line auffällt. Wir haben hier nochmal eine extra Luftführung. Ansonsten die Finnen nach außen sind gleich. Auch wieder hier optionale Multibeam-LED-Scheinwerfer. Unter der Haube weiterhin der 3-Liter V6 B-Turbo, jetzt allerdings mit 390 PS. Kurzer Blick hier in das Interieur des Cabrio, ist natürlich alles etwas offener als beim Coupé. Zudem haben wir hier in der Mittelkonsole natürlich ganz eigene Tasten nochmal für das Cabriolet, wobei sich natürlich dann auch das Verdeck und die Luftshots dabei regeln lassen. Hier vorne, hier oben ist das erste Windshot, dass wir weniger Luft hier im Innenraum haben. Haben wir auch am E-Klasse Cabriolet schon gesehen, Fahrbericht dazu unten in der Infobox, dass das wirklich sehr viel weniger Verwirbelung in den Innenraum bringt und dann fährt hier hinten auch nochmal das zweite Windschutz so hoch, dass wir einfach sehr wenig Verwirbelung hier drin haben. Zudem Performance-Sitze optional in diesem Fall, allerdings natürlich auch nochmal ein mehr performance-orientiertes Interieur, performance-orientiertes Lenkrad, hier unten abgeflacht, natürlich auch die 12-Uhr-Markierung und auch nochmal, wie gesagt, die optionalen zwei Screens, 12,3 Zoll, 10,25 Zoll. Was im Vergleich zum T-Modell etwa beim C43 doch definitiv auffällt bei Coupé und Cabriolet, die Möglichkeit, diese kleine Carbon-Abrisskante hier noch dran machen zu lassen. Was aber die größte Veränderung bei den C43-Modellen in neuer Form ist, zum einen der Diffusor hier in Hochglanzschwarz, aber auch die vier Endrohrblenden rund in Hochglanzchrom, die zudem auch nochmal durch die Abgasanlage nochmal einen etwas anderen, etwas sportlicheren Sound bieten sollen als beim Vorgänger. Das war's mit den kurzen Eindrücken vom neuen C-Klasse Cabriolet und C-Klasse Coupé in normaler Form, aber auch in Mini-AMG-Form und das C63S Coupé hat euch Larissa ja auch schon vorgestellt. Sollten noch Fragen offen sein zu diesen Modellen, zu Coupé oder Cabriolet, dann lasst uns die gerne wissen. Lasst uns die einfach in den Kommentaren da und wir versuchen die so schnell als möglich zu beantworten. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, Daumen, wenn euch das Video gefallen hat, Abo dalassen, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.